Heute zeige ich mal, wie man hier in Oaklands bauen kann. Und das ist ganz, ganz einfach. Am Anfang war es ein bisschen übertrieben schwer, aber danach habe ich gecheckt, wie das funktioniert. Und dann kann man hier so welche coolen Sachen bauen. Und die Leute, die mal Lumber Tycoon gespielt haben, wissen, wie krampfhaft es in Lumber Tycoon war, da was aufzubauen. Aber hier ist das ganz, ganz anders. Folgendermaßen. Erstmal, wenn wir hier was bauen, weil es geht ja im ganzen Episode ums Bauen, brauchen wir erstmal Ressourcen. Und dafür habe ich was geholt. Nämlich hier schon Rohstoffe, Eisen und Tin. Das werden wir nutzen fürs Bauen. Man kann natürlich auch hier Holz nehmen, wie wir es kennen aus Lumber Tycoon. Hier ein bisschen Holz noch rum, können wir auch noch nutzen gleich. Oder sonstiges. Aber wie gesagt, es geht ums Bauen und ich würde sagen, wir legen dann los, wie man in diesem Game hier baut. Also, folgendermaßen, wir müssen jetzt herausfinden, wo wir überhaupt noch andere Strukturen herbekommen, denn ich kann mal kurz zeigen, ich habe hier bei Schematics, heißt das hier unten, hier Strukturen schon, die werdet ihr nicht haben, deswegen zeige ich mal kurz, wo ihr diese Strukturen herkommen könnt. Denn alles, was ihr machen müsst dafür, um Strukturen zu bekommen oder neue Blueprints einmal dazu zu bekommen, ist ganz einfach, ihr geht einfach hier zum normalen Shop hin und da sehen wir uns dann gleich im normalen Shop. So, da sind wir hier schon am normalen Shop angekommen. Und wenn wir mal hier hinten durchgehen, dann sehen wir hier, ja, Blueprints. Und die habe ich alle gekauft natürlich. Außer ich glaube den Seed. Den Seed müsste ich nicht haben. Oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall können wir kurz gucken. Habe ich den Seed? Nee, ich habe gar nicht alle. Oder sind neue dazugekommen. Das kann auch sein. Auf jeden Fall der Seed und der da fehlt mir. Das ist perfekt. Dann können wir es für das Video nutzen einfach. Nutzen wir das Video einfach. Kaufen mal kurz die zwei. Sogar Bälle gibt es. Das ist aber geil. Deswegen, wir kaufen einmal kurz hier. Das ist die Corner Wedge. Ich glaube, die Corner Wedge muss ich noch nicht haben. So, packen wir kurz die Corner Wedge hier drauf und holen uns auch noch natürlich nochmal den Seed. Finde ich auch sehr cool, dass es hier extra solche Seeds dafür gibt. So, ist da noch irgendwas? Ich glaube, das war es eigentlich alles, ne? Ja, genau. Perfekt. So, dann kommt so hin. Sagen wir kurz kaufen. Absolutely. So, haben wir dann jetzt mal unsere Blueprints gekauft und dann können wir sofort hier unbox Schematics. Das heißt, wir drücken drauf und dann haben wir diese Schematics schon. Habe ich den Seed jetzt wirklich schon? Ah, doch, den Seed habe ich doch schon. Okay, das ist interessant. Ja gut, dann habe ich jetzt noch einen Schematic gekauft, den ich nicht benutzen kann. Egal, dann wird halt auf meinem Gelände halt rumschmoren halt einfach. So, zurück angekommen auf meinem Gelände hier, auf meinem großen, ausgeweiten Plot. Wie gesagt, werden wir jetzt mal vorne machen. Ich habe nicht vor, diese automatische Maschine hier in eine Art Lagerhalle zu verschieben. Und das machen wir ganz einfach, indem wir uns mal kurz was Neues bauen. Dafür gehen wir als erstes, wenn wir bauen, auf die Hütte nach oben. Und dann gehen wir auf Schematics. Und dann nehmen wir aus, was wir haben wollen. In dem Fall ist es ein bisschen standardmäßig. Erstmal halten. Deswegen, wir klicken hier drauf auf diesen Schematic und jetzt kommt das Verwirrende zuerst. Ihr müsst erst den Schematic placen, bevor ihr den halt irgendwie in eine Richtung skalieren könnt. Ist halt ein bisschen komisch gemacht, aber naja, was soll man machen? Man kann den natürlich auch hier jetzt so, ne, ihr seht ja, kann man auch so machen, das wird funktionieren, aber ich würde das, wie gesagt, empfehlen, einfach dann nochmal hier F zu drücken und dann das halt hier zu bewegen. Aber wie gesagt, wir machen kurz mal ganz einfach. Das heißt, wir bauen hier einen Schematic hin. Gehen wir am besten hier unten nochmal ein Stat ein, dass wir genau das gerade haben. Zack. Und drücken E. Wenn wir jetzt E gedrückt haben, dann machen wir einfach das Schematics-Fenster hier zu, indem wir kurz hier drauf gehen. So, ganz einfach. Und jetzt drücken wir nochmal F und gehen hier drauf. Wie gesagt, wie das beim Handy ist oder beim Mobile, weiß ich leider nicht. Ich rede jetzt nur aus der PC-Perspektive, aber eigentlich steht es ja auch an der Seite dran. Wir haben jetzt hier unseren ersten, ja, Block dazu. Und den wollen wir jetzt erstmal vergrößern. Das heißt, wir gehen hier auf, drücken auf dieses, ja, ich sag mal, Pfeilchenteil oder drücken 4. Das funktioniert auch. Man kann hier sehen, ich kann gerade durch über mein Keyboard da rumswitchen. Und wir bauen erstmal hier so eine kleine Säule hin. So. So, wir sehen schon hier, hier ist die maximale Höhe. Höher können wir nicht gehen mit dem Default. Wir können kurz zeigen, also wie groß der eigentlich werden kann, dieser Block, sag ich mal, dazu. Ist schon sehr, sehr riesig. Das ist der Default-Block. Kann man kurz mal hier reinstellen. Also ihr könnt einfach so große Blöcke bauen in dem Game. Das ist unglaublich. Aber okay. So. Wir legen das erstmal so an hier. Ich glaube, ja, das lassen wir so. Genau. So lassen wir das. Und drücken jetzt erstmal hier auf Place. Oder wir können auch E drücken. Wenn wir das gemacht haben, dann sehen wir jetzt hier, haben wir so eine Art gekacheltes, ja, Hologramm oder Blueprint-Vorlage. Und was wir jetzt machen werden, wir werden noch kurz einfach zur Demonstration nochmal kurz dran bauen und wir werden hier einmal diesen Zylinder hier dran placen. Einmal mit E, zack. Dann drücke ich wieder auf X hier zweimal. Drücke wieder hier F und skaliere den. Weil ich würde das gerne ein bisschen hier abrunden zur Verschönerung. Deswegen gehen wir jetzt noch kurz von den Stats ein bisschen sehr weit runter. Ich würde so auf 0,5, glaube ich, gehen. Das reicht schon vollkommen aus. Ja, zweimal so, auch hier zweimal. Und dann haben wir den hier schon so halbmäßig drin. Ziehen den natürlich wieder komplett hoch und drücken wieder E. So, jetzt haben wir hier unsere Sache hier schon mal hingebaut. So, sagen wir jetzt mal, wir sind fertig mit dem Blueprint bauen, dann müssen wir uns die Ressourcen holen. Wie gesagt, man kann literally einfach alles da reinpfeffern, was geht. Und das heißt natürlich jetzt mal hier. Wir werden jetzt mal für die Säulen was Helles nehmen, ein helles Metall. Dafür würde ich dann einfach Tin nehmen, das ist das hier. So,
und schleppen das mal kurz dahin. Wie gesagt, man kann leider nicht rennen, wenn man halt das in der Hand hat. Deswegen am besten eure Ressourcen immer in ein Auto mitpacken. So, diesen Tin mache ich noch kurz kleiner mit dem Schüsseler. So, in 4 kleine Teilchen. Denn wir haben das nicht wie ein Lumber-Tycoon hier, dass hier einfach so eine Anzeige ist. Wir sehen das ganz leicht. Vielleicht kommt das noch in der Zukunft, aber auf jeden Fall, wir sehen das ganz leicht. Das heißt, wenn ich das zum Beispiel hier, dieses Tin mal kurz hier reinziehe, bup, es ist verschwunden und wir können sehen, okay, ein bisschen schwer gerade zu sehen, aber man sieht so, dieses, ja, diese Textur hier ist wesentlich heller als die andere. Das heißt, wenn ich nochmal Tin hier reinpacke, zack, wurde sie heller. Ne, habt ihr gesehen? Und nochmal heller. Warte. Ah, warte, ich krieg gar nicht gegreift. Hier, zack, rein damit. Und so. Und zack. Wir sehen schon, dieses wesentlich heller. Und umso heller der Prozess ist, umso näher seid ihr dran, das Teil zu verenden. Ich werde mal kurz einmal nochmal hier nochmal einen Tinblock mitnehmen, um den mal kurz da wieder zu verarbeiten. Wie gesagt, man kann auch den ganzen da reinballern, aber man hat dann die Gefahr, wenn das vielleicht doch ein bisschen sehr groß ist, dass alles verschlungen wird. Man hätte diese Ressourcen eigentlich auch aufsparen können. Deswegen mache ich es immer klein, so wie hier jetzt zum Beispiel. Das müsste eigentlich reichen von der Größe her. Und drag and drop sie dann hier rein. Ja, war noch nicht genug. Wir drücken nochmal. Ja, war noch nicht genug. Also zieht sehr viel. Natürlich, umso größer die Struktur ist, umso mehr zieht es. Man merkt das jetzt schon. Aber es ist schon fast zu verendet sogar. Wir gehen noch kurz ins Auto. Wir nehmen mal kurz das Auto und packen dann kurz das ganze Tin mal rein. Wie gesagt, ihr merkt schon, das zieht sich ein bisschen sehr in die Länge, wenn man halt die Ressourcen, ja, nicht jetzt in Massen hat. Deswegen müsst ihr auch immer bedenken, umso größer ihr baut, umso mehr Ressourcen braucht das. Einmal kurz wieder zurückfahren. Zack. Und zack. Man kann auch mit dem Auto reinfahren, das funktioniert auch. Das ist auch sehr funny. Aber erstmal hier für die Demonstration zeige ich es euch mal kurz so. Und packen das hier mal rein und... Ah, war auch noch nicht genug. Warte, jetzt? Ah, perfekt. Jetzt sind wir hier, haben wir einen riesigen Art Metall und das... Ja, Metallblock. Und der reflektiert sogar im Licht. Das ist mega geil. Wenn wir kurz mit dem Rest hier verarbeiten, einmal kurz das zu finishen. Mal kurz hier. Ich hoffe, das reicht an Tin. Das müsste eigentlich genug sein an Tin. Zack, dann sehen wir hier, wir haben schon unser erstes Objekt so gesehen gebaut. Das Coole ist dabei, wenn wir es fertig gebaut haben, können wir es sogar mit F und dann 4 nochmal wieder skalieren. Nur umso größer wir es machen, umso viel Masse fehlt uns natürlich wieder. Das heißt, wenn wir jetzt wieder kurz ein bisschen kleiner ziehen, müsste es eigentlich, genau, sehen wir schon, wird schon ein bisschen heller. Aber wenn wir es so klein ziehen, sehen wir, es ist sehr hell. Und wenn wir es so klein ziehen, dann ist es, ja, normal wie vor. Das heißt, wie gesagt, man kann zu jeder Zeit was sehr Cooles editieren. Und man muss halt nur die Ressourcen hinzufügen. So einfach ist das. Aber jetzt machen wir noch kurz nochmal schnell andere Sache noch da dran schnell. Hat er gemacht? Perfekt. Nämlich wir machen nochmal kurz das ja, dunkle Material fertig. Das ist ja so gesagt die Säule. Und hier kommt jetzt dann ja die Wand ran. Also wie gesagt, 4 mal kurz drücken. Und wir testen mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okay, 15. 15 ist anscheinend das Maximum, was man hier machen kann. Das ist gut zu wissen. Das heißt, wir ziehen das einfach hoch und drücken dann E. Das Coole ist auch noch dabei, wir können sogar bei Schematics, wenn wir drauf drücken und über den Schematic jetzt hovern, können wir einfach F drücken und dann haben wir einfach diesen Blueprint, wie er genau in der Größe ist, als Replika. Das ist mega cool. Das funktioniert auch sogar schon mit bebauten Sachen, die schon existieren. Das heißt, wir können einfach hier so machen. Dann drücken wir jetzt wieder hier B für Exit. Drücken wieder F, um das hier reinzukriegen. So, müssen natürlich jetzt das hier erstmal hier hinbauen, weil wir nicht das reinschieben können. Und wenn wir jetzt hier kurz mal F drücken und jetzt hier reinschieben, dann ist es auch hier drin. Und wir haben schon einfach eine Sache dupliziert. Das finde ich auch mega, mega cool. Was man auch noch machen kann zum Beispiel, wir gehen kurz nach hinten hin, ist, man kann, wie gesagt, alles reinpacken. Alles an Materialien. Zum Beispiel, wir nehmen mal kurz hier einmal ein Schematic, machen mal, warum auch immer, wir machen mal Zäune hin. Wir machen mal verschiedene Zäune hin. So. Und wir werden jetzt mal kurz die verschiedenen Zäune mit verschiedenen Materialien auffüllen. Zum Beispiel, wir wollen einen hellen Stein als Zaun haben. Können wir haben. Zack, schon haben wir einen hellen Steinzaun. Oder zum Beispiel, wir holen uns noch kurz ein bisschen Holz von hier hinten. Wir wollen, ich glaube, das war Akazien. Akazienholz, genau. Wir wollen so leicht grünliches Holz haben. Das heißt, wir drücken das einfach hier rein. Okay, das war noch nicht genug. Wir müssen noch kurz nochmal Akazie holen, einmal schnell. So, das müsste jetzt kommen. Das müsste jetzt eigentlich gleich dann fertig sein. Aber guck mal. Na, da fehlt noch mehr. So, das Akazienstück hier. Das müsste jetzt vollkommen ausreichen. Gucken wir mal. Perfekt. Dann haben wir einen Akazienzaun aus Holz. Das Ding ist, das habe ich leider jetzt gar nicht hier am Start, aber wenn wir hinten an der Karte, da gibt es einen See und da kann man Bambus finden und dann habe ich schon mal hier vorgebaut. Ich kann kurz hier mitnehmen. So, mit 1 können wir es einfach so easy ziehen. Dann haben wir Free Room, so gesehen. Es gibt natürlich auch zum Beispiel Bambus und das hat so eine Art sandliche oder Sandtextur. Das heißt, wir könnten auch rein logischerweise einen Zaun aus Sand bauen. Oder, was auch sehr geil ist, wie gesagt, das macht es halt wesentlich krasser als gegenüber Lumber Tycoon. Wir können zum Beispiel, warum auch immer, einen Glaszaun haben.
Mit dem Glasmaterial können wir uns einfach einen Glaszaun bauen. Ich hoffe, das Piece hier reicht für einen Glaszaun. Ah, fast. Bumm, und jetzt haben wir, wie wir sehen, einen Glaszaun. Man kann literally einfach alles, was es hier gibt, kann man einfach nehmen einfach halt, ne? Wir können auch zum Beispiel mal noch einen machen. Das ist auch gar nicht richtig lustig aussehen. Nämlich, wenn wir mal kurz, was nehmen wir denn? Hier den normalen Akazienbaum, der gerade hier ist. Und kurz Exit Build Mode. Und wir fällen mal kurz diesen Akazienbaum. Wir können dann auch sogar die Rinde von dem Akazienbaum nehmen und die einfach da jetzt in den Zaun reinpacken. Das heißt, wir können sogar sehen, Akazien oder normale Baumrinde auch als Baumaterial nutzen. Zack, wir sehen schon, wir haben normale Baumrinde als, ja, Material. Und das, Leute, ist mega geil. Wir können einfach alles, was ihr seht hier, ob verarbeitet oder unverarbeitet, einfach hier nutzen und das dann hier reinpacken. Das kann halt einfach verarbeitet werden. Aber das ist ja noch nicht alles. Wir können sogar noch, das kann ich auch kurz zeigen, wir können sogar F drücken, wie ich schon gesagt habe, hier unten den Grid einstellen. Und der Grid ist mega geil, weil wir können halt nicht nur in Stats arbeiten oder in 0,25 Stats arbeiten. Sogar, wir können einfach rotieren. Als Beispiel, in Lava Tycoon kommt man nur 90 Grad drehen, außer man hat irgendwelche krassen, ich sag mal, Tricks irgendwie drüber. Und wir sehen hier, wir können hier 90 Grad drehen. Aber wir können auch zum Beispiel 45 Grad drehen. Ja. Oder wir können, ich glaube, das ist das Kleinste, genau, 22,5 Grad drehen. Das heißt, wir haben das so gesehen, ja, ich glaube, vierfache davon, von dieser eigentlichen Value. Also wir sehen auf jeden Fall hier, man kann hier schon echt viel zusammenbauen. Das ist schon echt sehr cool. Und wie gesagt, man kann auch, wie gesagt, auch Dinge hier ineinander klippen, was es auch sehr vorteilhaft macht. Zum Beispiel habe ich hier, um das ein bisschen besser zu machen für mein Fahrzeug, habe ich einfach einen Stein, wir können ihn sehen, hier reingeklippt, der da drin ist. Und diese eine, ja, Röhre hier auch dazwischen geklemmt. Das gleiche in einer Art von Verdrehen und sonstiges funktioniert sogar auch oben in meiner Maschine. Wir sehen hier also, also das ist wirklich sehr crazy. Und wie gesagt, das kann man alles hier im Build-Mode machen. Das ist ein mega geiler Build-Mode. Gefällt mir sehr, sehr doll. Und es gibt noch eins, den ich nur noch kurz mal zeigen. Das kann man auch so gesehen als Build-Mode darstellen, wenn man es so gesehen akzeptieren will. Nämlich, wenn wir kurz zum Secret Shop gehen, der hier am Leuchtturm ist. Nämlich hier hinter dieser Palette hier, da befindet sich ein geheimes Item. Nämlich, dieses Item heißt Magic Anchor Wand. Und ich bin ja gerade aktuell ein bisschen an der Armutsgrenze und habe kaum Geld dafür, weil ich halt zu arm dafür bin. Aber mit diesem Teil kann man Sachen, wie schon gesagt, anchoren, das heißt festmachen. Zum Beispiel, wir könnten einfach ein Auto auf unserer Base haben, das in der Luft fliegen lassen und dann könnten wir das einfach festmachen damit. Das Gute daran ist, dass man halt das, ja, ich sag mal so, als Art Baumethode nutzen kann. Ich kann kurz zeigen, wenn wir kurz zurück zu unserer Base fahren. Nämlich, wir wissen, wir können ja hier mit unseren Blueprints, können wir ja hier placen und rotieren und sonstiges, wie ich gerade gezeigt habe mit den Zäunen. Das Ding ist aber, man kann an Fahrzeugen oder halt in denen sind dann halt Objekte, die halt sehr leicht sind, aber mit diesem Anchor-Trick dann halt fest sind, kann man auch einfach ganz andere krasse Winkel annehmen, diese illegalen Baumethoden, wie man sie nennt. Zum Beispiel hier am Rad. Ich kann dann das Rad jetzt, wenn ich das glaube ich hier dran packe, aber wir sehen das schon so. Okay, lass mal ein bisschen vorrollen, ganz leicht vorrollen. Ungefähr, ja so, das müsste reichen. Wir sehen jetzt hier, ich habe dieses Teil jetzt erstmal in einem sehr absurden, dummen Winkel dran gebaut, das ist halt in dem Winkel. Und nochmal rotated. Das heißt, wir könnten jetzt rein logischerweise hier dran einen Zaun dran bauen. Machen wir es mal kurz hier. Einmal kurz hier einen Zaun dran klatschen. Und wir sehen schon, der Zaun ist sehr, sehr, sehr schräg und sehr anders halt dran gebaut. Und wenn wir diesen jetzt, leider wird gerade Nacht, mit Materialien vollkleistern, dann sollte der, genau, wir sehen es hier schon, eine schräge und nicht baufähige Position annehmen. Dann will ich mal kurz hier diesen Zaun hier mopsen, den ich einfach hier 1 drücke wieder. Können wir auch, wie gesagt, schon, ja, die Sachen, die schon bebaut sind, auch wieder einfach wegziehen. Also müssen sie nicht zerstören. Wir können einfach dann hier, warte mal kurz, hier den kleiner machen oder größer machen, er gesagt. Können wir den hier dran bauen. Warte mal, zack und bumm, schon haben wir hier einen neuen Zaun an einem sehr illegalen, geschrägten Zaun dran.